Ich rufe auf Top 10 unserer Tagesordnung die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der AfD, Gesetz zur Änderung der Artikel 141 und 161 der Verfassung des Landes Hessens, Drucksache 20-4937 zu Drucksache 20-4200. Und für die Berichterstattung bitte ich Herrn Erich Heidkamp bzw. von der AfD ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die Beschlussempfehlung lautet, der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90, die Grünen, SPD und DIE LINKE waren dagegen. Die FDP hat sich enthalten, die Freien Demokraten hat sich enthalten. Das hat mich damals so überrascht. Herr Dr. Hahn, heute geht es um eines Ihrer Babys, die so 10 Jahre alt sind. Die erste Lesung unseres Gesetzentwurfs zur Änderung der Artikel 141 und 161 der Verfassung des Landes Hessen fand schon am 1. Dezember 2020 statt. Wenn der Landtag diesem Gesetzentwurf spätestens in der dritten Lesung Mitte Mai 2021 mit einer einfachen Mehrheit zustimmt, kann die Änderung der Hessischen Verfassung zusammen mit der Bundestagswahl dem Volk am 26. September 2021 zur Abstimmung vorgelegt werden. Stellungnahmen der unterschiedlichsten Fachbereiche und politischen Strömungen wurden bereits vorgestellt und im Detail diskutiert. Heute geht es um fraktionspolitische Entscheidungen. DIE LINKE fordert eine Abschaffung der Schuldenbremse und eine Ausweitung der staatlichen Verschuldung. Damit sollen, klar erkennbar, ganz andere Probleme der Verteilung gelöst werden als die ungenügenden Investitionen in die Zukunft. Dann müssten Länder wie Griechenland, Italien, Spanien, Argentinien und leider seit Jahren auch Frankreich ja Weltspitze der wirtschaftlichen Entwicklung und Stabilität sein. Die risikobehafteten und gewinnträchtigen Unternehmungen sollten wir dem privaten Sektor überlassen. Der Staat sollte über die Steuern finanziert werden, nicht über staatseigene Unternehmen. Was wäre aus dem Euro geworden, wenn Deutschland mit 120% Staatsverschuldung in die Corona-Pandemie gegangen wäre? Wir sind sehr gespannt auf das Wirken von Herrn Draghi. Als Chef der EZB hat er immer beklagt, mit der Zentralbank die ausbleibenden Veränderungen und Reformen in den Ländern ausbügeln zu müssen. Jetzt kann er in Italien ja mal zeigen, wie er das gemeint hat. Die notwendigen Milliarden bekommt er sogar geschenkt. Die AfD beabsichtigt hingegen die Absicherung der Ausnahmeregelung der Schuldenbremse im Falle von Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen durch eine Aufnahme eines Mehrheitserfordernisses von 2/3 der Abgeordneten des Landtags in die Verfassung aufzunehmen. Das war die ursprüngliche Version, Herr Dr. Hahn, Sie kennen das. Dieses 2/3-Forum war ursprünglich Teil des Ausführungsgesetzes, des sogenannten Artikel 141-Gesetzes. Es wurde aber zu unserer Konsternation mit einfacher Mehrheit unter Anwendung des Artikel 88 Hessische Verfassung unterlaufen. Eine bessere Bezeichnung als Schuldenbremse für das Vorhaben der CDU und der FDP im Jahre 2011 wäre das Wort Verschuldungsbremse gewesen. Denn während der Jahre von 2011 bis 2020 des Zeitraums, den Artikel 161 HV zum Abbau des Defizits vorsah, gelang es in nur wenigen Jahren, einen positiven Finanzierungsausgleich zu erreichen, die Schulden wenigstens moderat abzubauen. Und selbst da ist bei einer doppelten Betrachtung unter Berücksichtigung der Entwicklung der Nachhaltigkeitslücke die Einhaltung der Schuldenbremse nicht möglich gewesen. Da ein materieller Haushaltsausgleich in einer Zeit positiven wirtschaftlichen Wachstums schon schwer fiel, wird klar, wie kompliziert es für politische Parteien in demokratischen Systemen ist, die Ausgaben in einem langfristig gesunden Verhältnis zu den Einnahmen zu halten. Mit dieser Einsicht hat man sich damals zur Aufnahme der Schuldenbremse in die Verfassung entschlossen, quasi als Disziplinierungsmaßnahme. Das sollte eine vorbeugende Maßnahme sein zur Abwendung von Begehrlichkeiten im Falle von Wahlen und sich abzeichnenden, verändernden politischen Mehrheiten. In den
in den Verfassungen der Länder Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen wurde übrigens die Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten der jeweiligen Landtags in die Verfassung geschrieben, für den Fall notwendiger Haushaltsmaßnahmen bei Katastrophen und außergewöhnlichen Maßnahmen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Das klingt doch sehr vertraut. So klang das bei uns ebenfalls. Das von der hessischen Regierung angekündigte potenzielle Scheitern des Konzepts der Schuldenbremse, die mangelnde Praktikabilität bei Abstimmungsregeln wie in diesen drei Ländern ist dort jedenfalls ausgeblieben. Aktuell entscheidet damit in Hessen eine kleine Mehrheit von 69 Abgeordneten der regierenden Koalition über ein gewaltiges Sondervermögen von 12 Milliarden Euro. Unsere Forderung nach sind zwei Drittel Mehrheiten bei solchen schicksalsträchtigen Vorhaben und Abstimmungen ist ebenfalls darin begründet, dass in der heutigen Konstellation zwar nur eine kleine Mehrheit über die Verschuldung abstimmt, die Tilgung aber von der Gesamtbevölkerung getragen werden muss. Das war ja die Idee der Zweidrittelmehrheit. Die Parteien Die Linke, die SPD, Bündnis 90, die Grünen stellen im Hessischen Landtag nur 67 Abgeordnete, verfügen also nicht über die Mehrheit. Diese Minderheit, welche sicher den Ideen der Linken in Bezug auf die Schuldenbremse näher steht als den unsrigen, repräsentiert damit ebenfalls nicht die Mehrheit der Wähler. Aus der Entstehungsgeschichte der Schuldenbremse leiten wir eine gewisse Affinität der CDU-Abgeordneten zu unserem Gesetzesentwurf ab und die FDP hat sich bei der Abstimmung im Haushaltsausschuss ja der Stimme enthalten. Für unser Anliegen problematisch erkennen wir da schon eher die sich aus den Zwängen der Koalition zwischen CDU und Bündnis 90 die Grünen ergebenden internen Vorgaben. Es ist ja bekannt, dass kleine Mehrheiten sich äußerst disziplinierend auswirken. Der Hessische Landtag kann mit der Aufnahme der Zweidrittelmehrheitserfordernis in die Verfassung den entscheidenden Webfehler des damals von der CDU und der FDP der hessischen Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegten Gesetzes ausbauen. Diese Gelegenheit kommt in diesem Landtag so schnell nicht wieder. Die FDP beantragt die oben schon erwähnte dritte Lesung im Plenum vom 18. bis 20. Mai 2021. Für die SPD-Fraktion bitte ich nun Herrn Kaffenberger ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! John Maynard Keynes ist berühmt für den Satz: Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences are usually slave of some defunct economists. Leider muss ich in der Debatte zur Schuldenbremse in der ersten Lesung zu diesem Gesetzentwurf feststellen, es kann offensichtlich auch andersherum sein. Ein armer, verstorbener Ökonom wird zum Sklaven der AfD, die sich selbst für frei von jeglicher geistiger Beeinflussung hält, werte Kolleginnen und Kollegen. Und heute in der zweiten Lesung kriegen es dann die Ordoliberalen ab und werden hier für eine völlig fehlgeleitete Argumentation missbraucht. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Erstmal, anders als in der Debatte zum Gesetzentwurf der Linken, soll es heute, und damit haben Sie ja angefangen, eben um Fragen der Demokratie gehen und nicht um ökonomische. Ich habe mal ein bisschen Literatur dazu gesucht und auch was gefunden. Professor Koriot ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der LMU in München und der schreibt in seinem kürzlich im IFO-Schnelldienst erschienenen Aufsatz auf die Frage, ob die Schuldenbremse reparaturbedürftig sei, Zitat: Im Ergebnis bremst die Schuldenbremse das Schuldenmachen nur, wenn es einen Bremser gibt, der sie betätigt. Er schreibt weiter, Zitat: Die gegenwärtigen Regeln haben eine Tendenz zu verdecken, dass Staatsverschuldung ein Problem demokratischen Entscheidens und Verantwortens ist. Soweit scheinen wir uns einig zu sein. Der Beitrag endet mit dem bemerkenswerten Satz: Beides, extensive oder geringe Verschuldung, muss letztlich politisch begründet und verantwortet werden.
Ein anderer Professor, nämlich Dr. Niebelt von der Universität Bern, kritisiert in der gleichen Publikation des IFO zudem die Verengung auf die Stabilisierung oder die Verringerung expliziter Staatsschuldenquoten. Er schreibt, Zitat, ein zweites Ausweichmanöver besteht im Verscherbeln von Tafelsilber. Ich zitiere weiter später an der Stelle, Schuldengrenzen lassen sich daher umgehen, indem Finanzierungslücken im laufenden Haushalt durch den Verkauf von Vermögenswerten geschlossen werden. Dies schafft Anreize für den Verkauf selbst zu unverhältnismäßig tiefen Preisen. Die Schuldenbremse kann also, egal in welcher Form, auch zu kontraproduktiven Ausweichmanövern führen, die am Schluss niemandem weiterhelfen, außer eine gewisse Staatsverschuldenquote aus Selbstzweck nicht zu überschreiten. So viel zu der Schuldenbremse an der Stelle jetzt erstmal allgemein. Und nun zurück zur antragstellenden Fraktion. Es sind ja auch in der ersten Lesung so Worte gefallen. Ja, Mittwoch war es, glaube ich, in Bezug auf die Schuldenbremse. Das Wort mit D war disziplinarisch. Aber was heute gefallen ist, und das ist aus meiner Sicht auch deutlich mehr von Relevanz, ist das Wort demokratisch. Denn Verschuldung muss, wie eben bereits erwähnt, politisch begründet und eben auch verantwortet werden. Und in Bezug auf die aktuelle Rechtslage und auch eben in der Debatte wieder, da fallen Sätze wie, Zitat, beliebig nach politischer Interessenslage oder, Zitat, die Parlamente werden es nie schaffen. Heute, demokratische Systeme können es nicht. Und da stelle ich mir die Frage, was wollen Sie denn? Was Sie hier wollen, ist nicht, was Sie hier wollen, ist nicht weniger Verschuldung. Sie wollen weniger Vertrauen. Weniger Vertrauen in die Demokratie und weniger Vertrauen in Parlamente. Der Kollege Heidkamp hat eben ganz klar gesagt, wenn 69 Leute über die Verschuldung für das ganze Land entscheiden, dass das dann nicht demokratisch wäre. Soll ich Ihnen mal was sagen, ob das 69 oder 99 ist? Sie stellen damit grundsätzlich die parlamentarische Demokratie in ihrer repräsentativen Form infrage. Genau das tun Sie. Genau das tun Sie, Herr Lambrou. Ob es 69 sind oder 130, Sie stellen das Repräsentationsprinzip infrage an der Stelle. Nein, und jetzt sind Sie ruhig, weil ich gerne weiterreden würde. Bitte schenken Sie dem Redner die ihm gebührende Aufmerksamkeit. Präsidentin, mein Kollege Grumbach hat es heute früh ja schon gesagt, es war ein Schauspiel, was Sie hier machen, und ein gruseliges noch dazu. Und es entlarvt Sie eben. Und deswegen regen Sie sich jetzt auch so auf. Sie haben vorgestern in der Debatte, ich rede immer noch, und Sie sollen mir jetzt bitte zuhören, Sie haben bereits vorgestern in der Debatte zur Schuldenbremse gesagt, dass ausreichend privates Kapital, es ist auch eben wieder gefallen, ausreichend privates Kapital verfügbar ist. Und jetzt denken wir den Gedanken doch einfach mal konsequent zu Ende. Wir sind in einer Pandemie, in der wir uns alle einig sind, es zeigt sich mehr denn je, wie wichtig ein verlässlicher Sozialstaat ist und öffentliche Daseinsvorsorge. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen privates Kapital für Investitionen in Bildung, in Mobilität, Wohnungsbau oder die Gesundheitsversorgung, dann bedeutet das am Ende doch nichts anderes als Privatisierung. Vielen Dank. Und genau das ist das, was Sie eigentlich wollen. Und wenn dann die SPD beispielsweise staatliche Investitionen in Schulen, in Züge, Straßenbahn, Busse oder bezahlbaren Wohnraum oder eine gute Gesundheitsversorgung fordert, dann nennen Sie sowas Pauschalsozialismus. Sie sind offensichtlich nicht mal für die soziale Marktwirtschaft. Das ist ein Schauspiel, was Sie hier vorführen, und es dient nur einem Zweck, und zwar keinem für die Menschen, sondern einem gegen die Demokratie. Eine Demokratie, in der Sie offensichtlich keine Mehrheit für Ihre Politik finden hier in diesem Haus, und das ist gut so. Denn ich habe es eben schon gesagt, wie Ihre Vorstellung von Politik aussehen würde, bei der Bevölkerung eine möglichst radikale Haltung gegen Staatsverschuldung werben und dann das Tafelsilber des Landes verkaufen, um den Haushalt auszugleichen. Und die SPD-Fraktion steht für eine andere Politik, und den Gesetzentwurf, den lehnen wir ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für DIE LINKE bitte ich nun Herrn Schalauske nach vorne ans Rednerpult. Frau
Präsidentin, meine Damen und Herren! DIE LINKE hat die Schuldenbremse in Land und Bund immer abgelehnt. Es ist unsere feste Überzeugung, sie erschwert entschlossenes Handeln in der Krise, sie verhindert notwendige Investitionen in die Zukunft, und sie schadet damit kommenden Generationen. Oder anders gesagt, mit der schwäbischen Hausfrau ist und bleibt kein Staat zu machen. Es ist eine Folge der Schuldenbremse, dass es in Kitas, Schulen und bezahlbaren Wohnungen fehlt. Und darum sagen wir, wer Zukunft will, der muss die Schuldenbremse abschaffen, so wie wir es bereits am Dienstag mit unserem Gesetzentwurf gefordert hatten. Und mit dieser Haltung steht DIE LINKE nicht allein. In Zeiten wie diesen kritisieren nicht nur Linke und DGB, sondern auch BDI und sogar Kanzleramtsminister Helge Braun die Zukunftsbremse. Anscheinend hat das Wort des Gießeners in der Hessen-CDU allerdings nicht allzu viel Gewicht. Aber egal, was für verrückte Zeiten. Wir werden jedenfalls weiter an der Überwindung der Schuldenbremse arbeiten, im Land, im Bund und, wenn es die FDP auch einfordert, dann sogar auch in Europa. Bis dahin aber steht die Frage im Raum, wer eigentlich die Rechnung für die Pandemie und die notwendigen Maßnahmen dagegen bezahlen soll. CDU und GRÜNE in Hessen wollen möglichst schnell ganz viele Schulden tilgen, aber bloß keine Vermögensabgabe und auch keine Vermögensteuer einfordern. Was bleibt denn da noch über? Etwa Sozialkürzungen? Sie können sich auf jeden Fall, wenn es am Ende zu Sozialkürzungen kommen sollte, auf unseren deutlichen Widerspruch gefasst machen. Die Schuldenbremse in Grundgesetz und Landesverfassung, die sehen die Möglichkeit zur Abweichung vom Kreditverbot in Krisenzeiten vor. In Hessen war es das Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse, das das geregelt hat und was dafür bis 2020 eine Zweidrittelmehrheit notwendig gesehen hat. Weil sich dieses Quorum, so wie man schon vorher hätte wissen können, als nicht praktikabel erwiesen hat, haben CDU und GRÜNE in der erstbesten Situation ihre einstigen Überzeugungen über Bord geworfen und dieses Quorum geändert. Für den Bund der Steuerzahler war das schwarz-grüne Vorgehen ein Anschlag auf die Schuldenbremse, ein Anschlag, bei dem wir gern behilflich gewesen sind. Wir meinen, solange die schädliche Schuldenbremse bremst, ist es sinnvoll, die Anwendung von Ausnahmen zu erleichtern und eben nicht zu erschweren. Die Ewiggestrigen hier rechts außen, die wollen nun das Gegenteil. Nach Ihrem Willen soll sogar die hessische Verfassung geändert werden. Und da wir hier ja immer zum Teil sehr unbeholfene und unangenehme Ausflüge in die Geschichte machen, will ich noch einmal daran erinnern, dass die hessische Verfassung im Übrigen ein Dokument gewesen ist, das von Menschen gemacht wurde, die in den Konzentrationslagern der Nazis gesessen haben. Dass ein Dokument war, das wie wenige andere Landesverfassungen bis heute den Geist demokratischer antifaschistischer Neuordnung atmet, und ein Dokument, das es gewiss nicht verdient hat, dass ausgerechnet diese Rechtsaußenfraktion Hand an sie legen will. Wir lehnen aber nicht nur ab, unserem Gemeinwesen weitere Fesseln für Notsituationen anzulegen, sondern sind auch der rechtssystematischen Meinung, regeln wir gesetzlich, was gesetzlich zu regeln ist. Die Regelung in der Verfassung hat dort aber nichts zu suchen. Zum Schluss kann ich leider nicht persönlich enden. Die Rechtsaußentruppe hier, die das Trugbild der Retter des deutschen Steuerzahlers propagiert, die sich als Rächer der Witwen und Waisen des deutschen Mittelstandes geriert, zeigt mit diesem Antrag mal wieder ihr wahres Gesicht. Sie ist eben nicht die Vertretung der vermeintlich kleinen Leute, sondern sie ist vielmehr vielleicht die eifrigste Truppe des großen Geldes in diesem Land. Geschmiert mit anonymen und rechtswidrigen Großspenden betreibt sie das Geschäft der Reichen und Mächtigen. Und hinter der Fratze dieser Biedermänner verbirgt sich nicht nur hinter dieser Maske der Biedermänner verbirgt sich nicht nur die Fratze von rechtem Hess und rechter Hetze, sondern auch von Neoliberalismus und Sozialchauvinismus. Und dem werden wir immer entschieden entgegentreten. Für die Freien Demokraten bitte ich nun Frau Schardt-Sauer nach vorne. Ich bin ja eh nicht feiern. Ich wollte gerade sagen. Der Minister sagt zu Recht, ich kann eh nicht feiern. Ich sage immer den ganzen Tag angeberisch, ich habe die größte Geburtstagsparty.
Ja, werte Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute zweite Runde, würde man sagen, für den Gesetzentwurf der AfD-Fraktion. Der Gesetzentwurf einer wirklich, man hat ja eben anklingen, ohne das jetzt werten zu wollen, einer wichtigen Materie war der Versuch, einen Gegenantrag zum Gesetzentwurf der LINKEN zu setzen. Werter Kollege Heidkamp, viel mehr als der Versuch, oder die Juristen würden vom, wir Juristen sprechen vom untauglichen Versuch, ist dabei aber leider wegen der Thematik, ohne Werten zu Stellung, zu Positionen zu kommen, nicht herausgekommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man die letzten Wochen zu dem Gesetzentwurf sieht, es war auch ein eher unmotivierter Versuch. Sie haben noch nicht einmal eine Anhörung zu Ihrem Gesetz im Haushaltsausschuss beantragt. Wie wichtig ist Ihnen dann wirklich eine sachliche Auseinandersetzung? Wir haben eben ein Thema gehabt, wo wir von ganz verschiedenen Seiten kamen, zur Frage Grundsteuer. Wir gehen in eine Anhörung und sagen, und das ist Demokratie, wie sie lebt, dass ich mich auch im Diskurs mit den Experten, das wäre der Nachweis gewesen, dass Sie sich inhaltlich wirklich mit der Schuldenbremse und der Ausgestaltung auseinandersetzen wollen. Und es hätte sich aus Sicht der Freien Demokraten fachlich in dieser Materie sicher auch gelohnt. Die Ausführungen des Kollegen Kaffenberger haben es gezeigt, welche Facettenreichtum bei der Frage, wie ist das zu bewerten, herauskommen kann. Und ich möchte einmal an eines erinnern, wo es ja auch eine Anhörung einer wirklichen verdient hätte. Hessen war das erste Land, das sich seinerzeit, es ist erwähnt worden, CDU, FDP, das eine solche Regelung gemacht hat, ja, und in die Verfassung geschrieben hat. Dem Beispiel Hessens sind viele Länder gefolgt. Und es gab in der Folgezeit auch Veränderungen. Es gab Veränderungen, wie die einzelnen Bundesländer rangegangen sind. Und das finde ich im Übrigen, das ist Föderalismus. Vorhin hat es die Frau Kollegin Geismar gesagt, das ist verwirrend. Gut, der Föderalismus kann man so oder so sehen. Aber da kann man lernen von. Zwei Drittel der Mitglieder des Landtags in Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein, ist zum Beispiel dort das Quorum für die Schuldenbremse. Es gibt die Mehrheit der Mitglieder des Landtages, die sogenannte Kanzlermehrheit, wie sie auch im Bundestag ist, in einzelnen Länderparlamenten, so Bremen, Baden-Württemberg. Aber bezogen dann interessanterweise auch auf Naturkatastrophen, zwei Drittel der abgegebenen Stimmen. Ich will es nur kurz machen, weil eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, lieber Kollege Kaffenberger, das zu tun, was die Kollegen da versäumt haben, nämlich eine Anhörung zu machen zu dem Thema, ja, dass wir hier fachliche Expertise einbringen. Ich möchte nur zeigen, es gibt eine große Spanne der Regelungsmöglichkeiten der Schuldenbremse, die wir ausdrücklich als Freie Demokraten unterstützen. Es besteht eine hohe Notwendigkeit, diese als eine Ausnahme, dieses Aussetzen, nicht das Abschaffen, das ist mit Sicherheit das falsche Wording, was gerne benutzt wird, sondern die Ausnahme zu definieren. Darüber kann man diskutieren, aber dazu muss man es, und da wiederhole ich mich und da unterstelle ich Ihnen die fehlende Redlichkeit, dazu muss man es auch fachlich aufbereiten wollen. Das wollten Sie anscheinend nicht. Es geht Ihnen bei diesem Umgang mit dem wichtigen Thema nicht um sicher sehr komplexe Einschätzungen, fachliche Meinungen. Ich weiß nicht, um was es Ihnen geht. Auf jeden Fall verdient das Thema es nicht. So eine Vorgehensweise bei diesem Thema können wir nicht unterstützen. Und deshalb haben wir uns unterhalten und werden das auch weiter tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich nun Herr Kaufmann zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann gerade da anknüpfen, wo meine Vorrednerin geendet hat, Stichwort Redlichkeit. Liebe Kollegen von der AfD, insbesondere Kollege Heidkamp, seit Ihrem Auftritt gestern Abend haben Sie wirklich den letzten Zweifel daran beseitigt, an der Frage, ob es Ihnen um die Sache geht
oder nur darum, möglichst viel an der Demokratie Schaden anzurichten. Und wir sind eindeutig und ich denke in breiter Mehrheit hier der Meinung, es geht Ihnen nur darum, einen möglichst großen Schaden. Es geht Ihnen um die Obstruktion. Sie verletzen, wo immer es geht, gezielt Regeln. Und wenn das mal nicht gelingt, versuchen Sie, uns einzureden, neue Regeln, die das Verletzen dann auch leichter macht, hier zu schaffen. Glauben Sie wirklich, dass wir Ihnen diesen Obstruktionshebel jetzt auch noch in die Hand geben? Jenseits dessen, dass Sie inhaltlich ja überhaupt nichts beigetragen haben, wie Ihnen auch die Kollegin Schardt-Sauer eben gut erklärt hat. In der ersten Lesung wurde von unserer Seite bereits alles gesagt. Im Haushaltsausschuss, es wurde erwähnt, haben Sie zur Sache nichts, aber auch gar nichts beigetragen. Heute gab es auch keine neuen Erkenntnisse, vielleicht ein paar Falschbehauptungen. Das war's dann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, dies ist für den Hessischen Landtag ein unwürdiges Schauspiel. Wir sollten es rasch beenden, zumindest für heute. Für die CDU-Fraktion darf ich nun Herrn Ruhl ans Rednerpult bitten. Und vielen Dank, dass Sie uns so unterstützen, immer sauber machen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will erst mal mit einer Fehlinterpretation aufräumen, weil immer die AfD und auch DIE LINKE sagen, die Schuldenbremse würde nicht mehr gelten. Die Schuldenbremse gilt weiterhin. Das ist auch gut so. Und zur Grundsatzdiskussion haben wir vorgestern eigentlich schon alles gesagt. Da haben wir auch bei der ersten Lesung schon alles gesagt. Also will ich das auch nicht wiederholen. Wir haben, auch das hat jetzt Herr Kaufmann gesagt, im Haushaltsausschuss auch darüber beraten. Es brachte überhaupt keinen Erkenntnisgewinn, weil Sie keine inhaltliche Debatte geführt haben. Also kann ich dann auf meinen kurzen Redebeitrag aus der ersten Lesung verweisen. Eins vielleicht noch, weil Sie so darauf verwiesen haben, dass es doch unmöglich sei, dass hier bei uns im Landtag die Mehrheit entscheidet. Das ist in einer Demokratie eben so, dass die Mehrheit entscheidet. Da hat der Kollege Kaffenberger genug dazu gesagt. Also ich will schließen. Die Schuldenbremse gilt unverändert weiter. Und wir wenden sie auch konsequent an. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Es ist dritte Lesung beantragt worden. Dann überweisen wir diesen Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss.